Schönen guten Morgen. Ich habe das Vergnügen, die Frage der Kontinuität des Ortes zu stellen. Natürlich durch meinen Vorredner etwas bedingt, lade ich Sie natürlich auf eine Fahrt ein, die eher der Autobahn gleicht zwischen dem Norden und dem Süden, als das mystische Entrücktheit des religiösen Objektes. Es war auch spannend, ich weiß nicht, ob es Absicht war. Wenn es Absicht war, war es clever, mich in diese enge Welt quasi nach Italien zu setzen, weil wir sind ja als Schweizer Grenzgänger. Wir gucken eben die Länder, die uns mehr interessieren. Und mit einer Ausbildung haben wir natürlich mehr nach Italien geguckt, das muss ich gerne zugeben. Und da war diese Schlüsselfrage der Kontinuität der Strukturen, der Autonomie, der Architektur, eine Art Erarbeitung unserer Selbstbewusstheit. Wir hatten nicht so wahnsinnige Probleme mit der Identität unseres Berufes. Vielleicht aus diesem Schutz, aber wir haben natürlich die Lektion schon genauer gelernt. Wir haben ein anderes Italien gesehen. Und ich fordere Sie auf, wenn Sie dann jemals in Italien als junger Architekt arbeiten, die Welt ist in Europa fast nirgends härter und brutaler. Und darum müssen wir, und das wäre jetzt so mein Beitrag, uns überlegen, ob die Frage des Ortes nicht etwas komplexer gestellt werden muss, als nur eingegrenzt auf diese Frage der kulturellen Kontinuität, der Kontinuität der Strukturen, die wir vorfinden. Oder, ich würde es mal ausweiten, wir finden Strukturen vor in unseren Bauplätzen, die natürlich auch Geschichte sind, aber jüngere Geschichte, jüngste Geschichte. Und wenn ich jetzt zum Sprengel komme, wäre natürlich genau das der Einsatzpunkt. Wir sehen ein hinten ein Ratshaus, das ist nicht so alt wie das in Pisa oder in Parma und all die Häuser, das ist 1898, ein neogotisches Rathaus mit sehr schönem Jugendstil innen dran, der Stadt Hannover. Und wir haben dann ein Museum, ein bestehendes Museum aus 1979, eine Erweiterung dann Anfangs 90er Jahre. Das sind unsere Städte. Die Frage der Kontinuität und des Ortes stellt sich natürlich auch da. Die stellt sich nicht nur in der römischen Achse, die stellt sich auch in Italien so. Italiens gebaute Realität des Nachkriegszeit entzieht sich natürlich in großen Teilen diesen, ist neu gestaltet, neu geformt. Und die Schlüsselfrage ist natürlich, können wir mit den Orten auch umgehen oder sind das schon Nicht-Orte? Kippen wir einen Teil der Geschichte aus der Geschichte raus, kritisieren wir die, wie forcieren wir den Umgang? Das ist so einfach eine Klammer, die ich hier machen möchte. Meine These ist natürlich, wir müssen mit dieser Geschichte umgehen. Die Frage der Kontinuität stellt sich genau und sehr scharf natürlich mit der Frage der gebauten Objekte in der Nachkriegszeit, die mehr als 50% unseres Baubestandes ausmachen. Und diese veränderten Strukturen, die Kontinuität und die Brüche mit diesen veränderten Strukturen sind das Material unserer täglichen Arbeit. Ich möchte aber eine andere Klammer machen, weil ich natürlich auch etwas vorbereitet habe und gedacht habe, das könnte etwas diese kulturalistische Linie dominieren. Wusste nicht genau, dass es so dominant kommt, aber ich möchte zu bedenken geben, dass innerhalb der Architektur die Frage des Ortes noch komplexer zu stellen ist. Und ich zitiere aus einer Vorlesung eines deutschen Architekten, den Raum durch Orte einzuräumen. Nach einer ersten Einsicht in die Funktionen und in die Bedingungen der Umwelt ein Vorentwurf zu fertigen, der Orte so einräumt, dass sich der Raum aus der Struktur, aus den Bezügen der Orte untereinander
und aus diesen Bezügen der Orte zur Umwelt ergibt. Es ist ein sehr häufig vorkommendes Schlüsselwort, der Begriff des Ortes, im Zusammenhang mit Raum und Raumbildung von Strukturen zwischen Individualität und Sozietät. Das war an der TU Berlin 1953. Schlüsselbegriff war natürlich in der Vorlesung von Hans Scharoun die Frage der Sozietät und der Beziehung zur Individualität und der Herstellung der räumlichen Orte, die diese Beziehungen regeln. Vollkommen neu hergestellt, aber der Schlüsselbegriff des Ortes hat er aus diesem heideggerschen Diskurs entwendet. Und wir wissen, Hans Scharoun war natürlich der bessere Architekt als der Theoretiker. Das ist ja für uns immer etwas eine Doppelbegabung, die nicht immer ganz gleichgewichtig daherkommt. Und darum fahre ich jetzt eher fort mit unserem Problem. Unser Problem war natürlich ein Ort, der ist schon gebaut. Und eben gebaut durch ein Museum. Und noch viel gravierender ist natürlich, oder anspruchsvoller würde ich mal sagen, die Erfahrung, ein städtebaulicher Ort, wie wir ihn hier vorfinden. Sie sehen die Lage, das ist dann das Rathaus, was Sie hinten sehen, bestehende Museum. Und dieser berühmte, berüchtigte Maschsee, der erste Arbeitsfronteinsatz 1934 bis 1936, ein Altersprojekt, das die Faschisten aufgegriffen haben, und der Schlüssel der hannoverschen Freizeitkultur, der aber natürlich in einer etwas dünkleren Zeit entstanden ist, vor der Nase. Also das Denkmal ist auch noch vorhanden. Also diese Struktur eingebettet durchaus in geschichtliche Landschaften, aber versehen mit der Frage, der Eingang eines Erweiterungsbaus eines Museums führt über das bestehende Museum. Eine ganz alltägliche Frage unter professionellen Museumsbauern, dass natürlich die Erweiterung von Museumsbauten nicht zwei parallele Strukturen von Kassen und Eingängen nach sich ziehen, sondern eigentlich die erste Anforderung ist, wie verbinde ich eine Erweiterung mit den alten Organismen der Bewegung, der Abfolge und der Hierarchie des Eingangs. Und darum ist eben diese Auseinandersetzung der Kontinuität mit diesem Art Bestand die Schlüsselfrage gewesen. Und ich zeige nur schnell, das war so, und dann die ersten Eindrücke dieses Bauwerkes, ein Bauwerk, das von Ursula und Peter Trink und Dieter Quast aus Köln errichtet worden ist. Die hatten diesen großen internationalen Wettbewerb gewonnen, also auch, glaube ich, mit 60, 70 Teilnehmern, und hatten im Zentrum eine Neukonzeption des Museums. Diese Museumsstraße, diese Art Öffnung einer Institution, die natürlich in den 70er Jahren als abgehobene, etwas staubige, elitäre Kunstorganisation hier eine Art demokratischen Wandel erfahren sollte. Über das Prinzip der Straße und der Partizipation an dieser Straße. Sie sehen aber trotzdem, dass diese Straße quasi keinen Eingang hat. Sie hat nur einen Blick und der Eingang führt über eine angehobene Topografie auf eine erste Stufe. Das ist nicht der Himmel wieder bei Ihnen, sondern die Erde ist eigentlich erst die Substruktion für, für das normale Grundlevel. Hier das Hochführen des Ding, des Eingangssituation und diese bestehende Straße. Wenn Sie jetzt im Einzelnen das ansehen, wir sehen jetzt das auf dem Niveau der Straße, also eigentlich im Haus drin, im ersten Untergeschoss. Dominant, vorher haben wir hier auf diesem Kopf gesehen, der eingehackte Kopf der Museumsstraße vorne dran, die dann in einer Art Verschwank hier in einem hinteren Teil endet. Ab da weg beginnt dann diese Neubaustruktur und diese Bestandsstruktur war natürlich geprägt eben von einer sogenannten Museumsstraße.
die aber in ihrer Innenorganisation eigentlich nicht den ganzen Ablauf beinhaltet, sondern hier abrupt ein Ende findet und kein Zurück. Und einer der Einsatzpunkte in dieser Arbeit war, können wir quasi einen neuen Organismus mit diesem Bestand eigentlich kreieren. Das ist eine relativ wichtige Arbeit, wie gehen wir jetzt mit diesem Erbe um, weil wir müssen einen neuen gesamten Organismus kreieren, wo das von Eingang bis innere Führung aufnimmt. Und die Idee, Schlüsselidee war natürlich neben diesem Anbau hinten dran hier eine Art zentraler Platzraum, der alle Bewegungen aufnimmt und umlenkt und weiterführt, zu generieren. Also man sieht eigentlich einen gigantischen Bewegungsapparat, eine Rampe, der die Beziehungen von hier aufnimmt, von dem zweiten Museumsteil mit dem neuen Museumsteil und mit einer Treppe runterführt in einer Veranstaltungshalle, die wieder in diese Museumsstraße zurückführt. Das ist der Blick von der Rampe aus in die bestehende Museumsstraße zurück. Also wo diese Wand eigentlich überführt in diesen Bereich. Um das sich vorzustellen als entwerferische Operation, das haben wir vorgefunden. Also so eine Art Verbindung von einem Museumsteil zum anderen. Hier eben das Ende dieser großen Museumsstraße, die in den Hof reinführt, und der Übersetzung in diese große Raumfigur mit diesen Bewegungen, gegebene Höhe von dem Ausstellungsbereich hier, tiefer gelegen hier, neue Höhe hier und natürlich dann Verbindung quasi mit der Halle, dem Platz da unten. Also ein Versuch, eine so komplexe Überlegung quasi von Saal und Distribution, also das Zentrum der Bewegung, der Verteilung eigentlich miteinander zu riskieren. Und jeder, der weiß, was das alles heißt in deutschen Landen, vom Brandschutz, es ist das Zentrum der Bewegung und es ist ein Veranstaltungssaal für 250 Leute, das ist ja ein Wahnsinn. Und dann die ganzen Transporte, 1000 Kilo Nutzlast auf dieser Rampe, um die ganzen Schwertransporte, quasi der Kunstobjekte durchzuführen. Also es ist eigentlich ein Ding, das eine Art innerer Widerspruch darstellt. Kann etwas quasi Zirkulation sein, Knoten von allen Bewegungen und zugleich Ort der Versammlung. Also Platz und Weg, würde man mit Josef Frank sagen, führt das eine, führt zum anderen. Und jetzt führt das beides hier zusammen. Uns entgegenkommen ist natürlich, dass dieses enorme Gewicht, enorme Brüstungen gebraucht hat als tragende Teile, sodass die Höhen des Weges eigentlich eine Zeremonie ist, die man fast in der Luft oben durchgeht, unter dem unteren Teil. Also Sie können sich vorstellen, dann entlädt sich eine Bewegung nach unten, dann blickt man jetzt wieder zurück in den Neubauteil, in den Übergang zum Neubau, und da sind alle Höhen zueinander, behindertengängig, brandschutzmäßig, haustechnisch orchestriert und das alles noch im Grundwasser drin, wie das sich gehört im Norden. Das war eigentlich so bautechnisch und auch entwerferisch eine enorm riskante Operation, mit einer Bewegung einen solchen Raum drehen zu lassen. Und ist aber die Schlüsselfigur, um alle die alten Elemente aufzunehmen, eigentlich der Museumsstraße erstmals ein Ende zu geben. Wenn man jetzt durchgeht, kommt man durch die Museumsstraße und tritt da ein, wo ich stehe, entlang, kann runtergehen und wird durch die Wand geführt und tritt so in den Saal ein und hat eigentlich hier die neue Drehbewegung vom Ganzen. Also Sie sehen, das hat natürlich alle Kunstkritiker und Architekturkritiker etwas weniger interessiert, weil sie wenig verstehen von Museen und von Museumsabläufen. Es ist der Gebrauch und der Umgang quasi dem Alten
einen neuen Sinn abzuringen, der eigentlich provoziert. Das ist die Schlüsselfrage der Kontinuität. Wir müssen diesen Teilen auch im neuen Gebrauch ihren Sinn abbringen. Und vielleicht hilft dann dafür, ein Ort zu generieren, das das neue Zentrum ist. Er hat jetzt Galdersaal, ist das nach dem großen Mobile, das dann da hineinkommt, eigentlich als neuer Zentrumsort für alle Veranstaltungen des Museums gedacht und ist jetzt auch seit einem Jahr so in Betrieb. Ich erwähne kurz den Durchgang durch das Museum selber, weil hier gibt es auch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Ortes. Das Museum ist ja auch ein Ort, hat auch eine spezifische architektonische Auseinandersetzung über, wie dieser Museumsort ist. Und ich beginne in der Einführung, das sind in der Schweiz, war das immer eine größere Debatte, die ganze Auseinandersetzung mit der Frage des Raumes und im Zusammenhang mit dem Museum natürlich sehr eng mit der These von Römi Zaug. Es war ein Ausstellungsmacher, Künstler und Begleiter quasi von Herzog Dumont, Jean-Hugo Guyer, in vielen Museumskonzeptionen. Und dessen These war von Anfang an radikal und hat gesagt, vom Kunstmuseum, was ich mir erträume, möchte ich einfach vier undurchsichtige Wände haben. Passt da aus? Die Maus, oder? Architekt, was hast du zu liefern? Ich bin der Besteller. Es gibt ganz viele bundesdeutsche Museen, wo die Museumsdirektor die Architekten rauswerfen. Aus den Konzeptionen der Räume. Weil sie sagen, die bringen uns nicht eigentlich unsere Ausstellungsräume. Wir wollen diese Ausstellungsräume eigentlich optimal für unsere Sammlung haben. Dieser Kampf ist ein interessanter Kampf und wir müssen uns bemühen, hier die Frage des Gebrauchs, der Verwendung und der Ortbildung für den Betrachter ins Zentrum zu stellen. Also was ist eigentlich der Museumsort? Er ist ein Ort, wesentlich bestimmt von dem Betrachter und der Beziehung des Betrachters zu den Wänden. Das war natürlich die These von Römi Zaug. Und dann haben wir da in Deutschland natürlich eine ganze Reihe noch von White Cubes Anhängern, also große, harte Museumsfiguren, die eigentlich sagen, ich will von dir nur etwas. Vier weiße Wände. Das ist meine Bestellung. Meine Antwort war dann, die kriegst du. Ich mache die Proportion 9 zu 10, 5 zu 6, 4 auf 1,80 Meter, 5 Meter 10. Ich habe Platz und Wegräume gemacht. Und ich bringe dir eine neue Antwort auf die Frage, wie ist die Bewegung in diesen Räumen? Wenn wir uns auf das Elementare beschränken müssen, was Raum ist, Achse, Breite, Höhe, Tiefe, August Maasow hat das Höhenmaß genommen, also das wichtigste Maß des Einstellens der Maße, der Proportion des Menschen zum Raum. Und die Orte, die Römi Zaug fordert, sind solche Orte, quasi die den Betrachter zum Verhältnis der Wand stellen. Das ist das eine Kriterium. Das zweite, und da war natürlich Zaug in der Klemme. Er wollte am liebsten vier Räume, vier Wände und in den Boden versinken, wieder rauskommen. Die Verbindung war immer ein Dorn im Auge. Am liebsten nur ein Loch, aber nicht in der Mitte, sonst wird eine ganze Wand zerstört. Aber auch nicht ganz in der Ecke, weil sonst kann man dann den Bildern nicht mehr vorbeigehen. Sie sind in der Nähe der Ecke der Wand, aber möglichst wieder schnell weg von der Wand. Weil sonst ist der Betrachter und das Bild gestört. Und da hat er immer wieder hin und her nie eine Lösung gefunden. Und eigentlich auch keine angeboten. Und wir Architekten sind jetzt beschäftigt, machen wir Enfilade-Lösungen, machen wir azentrische Lösungen, machen wir Kreuzgänge. Und hier haben wir eigentlich ausprobiert, wo die Diagonale der Verbindung quasi der leicht ausgedehnten Räume und der diagonalen Verbindungen eigentlich eine sinusförmige Bewegung gibt, keine Achse, sondern eine Art Schwingung, die eigentlich als Rundlauf konzipiert ist. Das war eigentlich das ganze Thema innerhalb dieser Räume. Sie sehen eigentlich, die führen immer so durch. Und haben immer wieder Wände,
die ihn hineinführen, solche Wände, die in die anderen Räume hineinführen. Das ist eigentlich so etwas, was sie alle sagen, hey, ich verstehe gar nicht, ich kann es gar nicht sehen, was du immer erzählst. Du musst nur Bilder ansehen. Ganz in der Devise von Römer Zeit, das Museum ist dem Benutzer. Und eigentlich nicht primär der Architektur, sondern dem Gebrauch zur Verfügung zu stellen. Das war natürlich das Interessante. Sie sehen einfach, wir haben das ausprobiert, das sind die Modelle und das sind die Realität. Also da kommen auch schon ganz nahe mit unseren entwerferischen Mitteln, die gefragt sind, eigentlich diese Orte zu bauen. Und eben darin wäre aber jetzt etwas, was mich wahnsinnig interessiert, wo ich auch eine Erweiterung des Begriffs des Ortes wirklich in Diskussion stelle. Wir müssen wieder lernen, diese Räume als nicht als mathematische oder reine geometrische Orte hinzunehmen, sondern Orte quasi des Körpers, des Betrachters, der Bewegung, der Sensorik, der Wahrnehmung. Und da spielt eben das eigene Maß und der eigene Körper und der physiologische Raum die entscheidende Rolle. Und ich denke, diese Auseinandersetzung ist insbesondere in Deutschland. Ernst Cassirer hat den euklidischen Raum von dem physiologischen oder mystischen Raum eindeutig abgesetzt. Wenn ihr in Deutschland, hier in Aachen verbinde ich natürlich mit Rudolf Schwarz, wirklich die Räume verstehen wollt von Schwarz, dann muss man eben diesen Ortsbegriff von Cassirer des mythischen Raumes wirklich vermehrt studieren. Das war aber hier eigentlich eine Auseinandersetzung, die dann geendet hat, indem dass wir noch einen spezifischen Raum gesucht haben, einen Raum der Stille, der Konzentration, der Blick wieder nach draußen, also dann, wann diese Konzentration absetzt vom Bild und schweift über die Blicke in den realen Ort, den physischen Ort, die Erhöhung quasi über der Stadt des Verkehrs und die Spiegelung des Sees im Bild der Loggia. Das war eigentlich dann diese zusätzliches Element, eine Art Raum der Konzentration und der Verbindung mit dem realen Ort, der aber eigentlich eine Art Ausblick in Beziehungssetzung vom einen sehr konzentrierten Raum mit dem vertikalen Licht zu dem realen Ort wieder möglich gemacht hat. Es ist fast, als hätten wir Friedrich Nietzsches Wunsch in fröhlichen Wissenschaft nachgekommen, als er gefordert hat, es bedarf einmal und wahrscheinlich bald einmal der Einsicht, was vor allem in unseren größeren Städten fehlt, Stille und Weite, weitgedeihte Orte zum Nachdenken. Orte mit hochräumigen Hallengängen. Für schlechtes oder allzu sonniges Wetter, aber vor allem da, wo es keine Ausrufer hat, wo ein feiner Abstand selbst dem Priester das laute Beten untersagen würde. Also da wollen wir auch keine Priester. Wir haben dann eigentlich versucht, aus dieser inneren Spannung, einer Art inneren Welt des Museumsorts, den Außenteil dieses Museums, der natürlich geschlossen ist, mit der Ausnahme dieser Loggias, dieser Blicke, ein gegen innen gewendeter Teil, Sie sehen diese großen Oblichtfiguren, in einen einfachen Baukörper außen umzusetzen. Das waren dann so die Studien während dem Wettbewerb, das ist der Wettbewerbsresultat, das Resultat eines schwebenden Körpers, der so tief liegt, dass er vorne keinen Eingang formuliert. Unten aber Werkstätten und Arbeitsplätze hat, das andere Orte im Museum, die ebenso wichtig sind, und die Eingangssituation allfällig als zweite oben und vorne benutzt. Das war die Ausgangslage und die Frage, wie manifestiert sich jetzt so ein Körper im städtischen Raum, im angefügten Raum an diese bestehende Museumsstruktur, und das war dann die Antwort, dieses hängende Relief des meandrierenden monolithischen Betonkörpers. 70 Meter, 12 mal 12 Meter, eine zweite hängende Schale, monolithisch gegossen und verbunden eigentlich durch diese meandrierenden Linien dieses Reliefs. Bewusst als Hängefigur formuliert, also es hängt alles am oberen Band, ist eine zweischalige Konstruktion und nur das hintere Ende verrät den Profis, wie
die Dilatation auf 70 Meter gelöst ist durch diese zweite horizontale Fuge, die ein Gleiten und Ausdehnen ermöglicht. Ich komme zum Schluss und würde eigentlich sagen, über die Kontinuität der Geschichte hinaus müssen wir diese These, Räume sollen ihr Wesen aus Orten empfangen. Und Orte gilt es zu bauen als wichtige Schlüsselthese der 50er Jahre der deutschen Architekturgeschichte. Das war ja Heideggers Beitrag an der Tagung in Darmstadt, als er insistiert hat, an der Frage des Ortes im Zusammenhang mit dem Raum aufzunehmen in der Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, die ich übrigens außergewöhnlich schätze, die nicht zu verspielen ist, deren Kontinuität ihre Generation anzutreten hat und ein sorgfältiger, kluger Umgang mit dieser Substanz vorzuschlagen hat. Ihr müsst es lieben lernen. Und lieben lernen heißt kennenlernen, schätzen lernen, was darin die Qualitäten sind. Und ihr müsst das setzen gegen eine Architektur, die vielleicht das 20. Jahrhundert nur auf Raster und Module reduziert hat. Und innerhalb dieser Raster und Module zu sagen, nein, die Geometrie ist zwar unsere operative Technik, aber für was? Operationen wohin? Eben Operationen, um Orte zu bauen? Vielleicht. Vielleicht müssen aber auch diese Orte noch mehrere Elemente der Identität haben, als nur Ort zu sein. Und das wäre dann der Übergang in eine nächste Tagung. Es gibt den berühmten Begriff von Pianora, der große Historiker Frankreichs, über die Lieu de Mémoire, die ganze Erinnerungsgeschichte, Geschichte des Imaginären, das durchaus auch unsere Welt durchzieht. Danke.